Die Randbildung hier ist jetzt im Gegensatz zu dem Rand vom Korb, ist wie immer oder wie meistens vor 3 hinter 2. Der muss ja nicht so breit sein. Also vor 3 hinter 2 ist hier der Rapport. Dafür knicken wir jetzt insgesamt 5 Starken in 1,5 Materialstarken nach hinten. Und von diesen 5 legen wir die ersten 4 hinter 2 nach rechts unten und flechten jetzt vor 3 hinter 2. Das ist ja jetzt eine Randbildung, die wir schon sehr häufig geflochten haben. Das bereitet ja jetzt gar keine Schwierigkeit mehr. Jetzt haben wir den Rand komplett zugemacht, fertig geflochten. Ganz wichtig ist jetzt, dass wir den Fuß richtig schön fest an den Korb anklopfen. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, wenn wir ja jetzt mit Kraft da drauf klopfen, müssen wir darauf achten, dass wir uns nicht die Weiden beschädigen. Also das ist nochmal ganz wichtig. Bei mir ist es so, ich klopfe gerne richtig zielgerichtet mit dem Klopfeisen hier auf die Starke an der Stelle. Weil die Starke ja dann nochmal sich nach unten reinbewegt. Also wie gesagt, ganz wichtig, dass wir uns jetzt nicht die Weiden da irgendwie beschädigen. Jetzt drehen wir den Korb auf die Unterseite und schneiden vorsichtig die überstehenden Weiden ab. So. Und da können wir jetzt auch noch mal prüfen, schauen, ob hier die Kimmen schön eng aufeinander sitzen, dass hier keine Lücken entstehen. Wenn man sieht, dass sie nicht richtig festgeklopft sind, dann müssen wir noch mal mit dem Klopfeisen hier von unten gegenklopfen. Jetzt haben wir rings um die Starken, die überstehenden, abgeschnitten. Und jetzt müssen wir natürlich alle Ansätze hier auch von den Stammenden der Weiden unter dem Korb schön fein abschneiden, auch auf der anderen Seite. So, nochmal einen prüfenden Blick. Und jetzt vor allen Dingen innen. Das ist was, das passiert ab und zu nochmal, dass man nicht dran denkt. Wir haben ja hier innen die Spitzen eingesteckt für den Fuß, für die Kimme des Fußes. Und da müssen wir natürlich auch dran denken, dass wir hier alles innen schön abschneiden. Von der anderen Seite auch. Das ist was, ab und zu vergisst man das, das ist aber dann sehr unschön. Deswegen wollte ich das nochmal betonen. So, und jetzt müssen wir natürlich wirklich ganz stark nochmal einen prüfenden Blick hier auf den Korb richten. Ich fasse dann auch gerne nochmal, fahre gerne nochmal mit der Hand hier so drüber, um wirklich zu überprüfen, dass auch nichts absteht, dass wir uns dann nachher den Pullover oder so aufribbeln. So, muss alles schön glatt sein. Das ist jetzt erstmal der Korb. Jetzt kommen noch Griffe dran. Jetzt brauchen wir ja noch die Griffe an den Waschkorb, damit wir ihn schön tragen können. Dafür habe ich mir jetzt auch 180er Länge, aber ziemlich kräftige Weiden herausgesucht und habe die eingeweicht. Interessant ist ja, früher hat man für Griffweiden extra eine ganz bestimmte Weidensorte angebaut und gehabt, die besonders weich war, um die Griffe schön zu flechten. Das haben wir natürlich heute nicht mehr. Da müssen wir uns mit dem behelfen, was wir haben.
So, jetzt fangen wir jetzt mal an. Wichtig ist jetzt mal zu schauen, dass wir die Griffe so ansetzen, dass sie nachher auch bequem zu greifen sind. Mit dem Friem mache ich mir jetzt an den Stellen eine Lücke, also nicht wie sonst hier an der Starke, der wäre dann zu sehr nach da verschoben, sondern hier rechts neben der geknickten Starke führe ich diesen einen Griff weiter an und auch hier rechts neben der geknickten Starke die andere Griffweide. Also wichtig ist, dass wir jetzt schauen, dass der Griff schön hinkommt. Und dann kann ich mir hier erstmal mit der rechten Weide den Bügel bilden. Wir haben ja die Griffe schon mal bei einem Video vorgestellt. Und zwar war das im Sommer 2022. Also wer noch keine Griffe kann, der kann ja da einfach nochmal nachgucken und sich da schön das nochmal anschauen. So, das ist jetzt erstmal der Bügel. So, jetzt können wir die beiden Griffe fertig flechten. Ja, jetzt ist der Waschkorb fertig. Der 70er Waschkorb ist auch ganz schön geworden. Wir können nochmal nachmessen. 70er heißt ja, dass der Bogen in der Länge von Starke zu Starke 70 cm ist. Die Höhe ist 26, ja, also auch 5 mm ist auch passend. 5 mm macht jetzt nicht so viel aus im Unterschied. Und ja, ist auch sonst ganz schön geworden. Die traditionellen Waschkörbe der unteren Ruhe, die wurden früher auch richtig als Sortiment geflochten. Es gab also 70er Waschkörbe, 60er Waschkörbe, hier haben wir so einen 60er. Der war dann natürlich im oberen Durchmesser in der Länge 60 cm und hat 24 cm Höhe. Dann gab es natürlich auch 50er Waschkörbe, 80er Waschkörbe, 90er Waschkörbe, war also sehr groß. Vor allen Dingen in den 90er Waschkörben lagen damals auch erstmal die ersten Wochen die Babys, wenn sie kamen. Das war also ganz gebräuchlich, als erstes Babybettchen so einen Waschkorb zu nehmen. Wenn die Babys dann größer wurden, dann wurden die dann ins Bett gelegt und es kam wieder Wäsche rein. Also eine Reihe unserer alten Kundinnen und Kunden erinnern sich da noch ganz gut dran, dass früher die Babys da angelegt wurden, die ersten Wochen. Wir haben natürlich auch bei diesen sehr langen Waschkörben, heutzutage flechten wir die nicht mehr so oft. Diese 80er, 90er Waschkörbe, früher hat man das gemacht, die hat man dann auch zu zweit dann angefasst zum Tragen, weil die natürlich sehr ausladend waren. Heute mit den Waschmaschinen brauchen wir nicht mehr so große Waschkörbe. Das ist auch nochmal der Unterschied. Sind denn die Waschkörbe immer oval? Ja, das ist nach Region verschieden. Also erstmal, die ovalen Waschkörbe haben auch teilweise nach Region unterschiedlich anderes Aussehen. Manchmal sind die ein bisschen steiler geflochten oder sie haben zum Beispiel sogar einen Henkel statt Griffe. Das ist gerade in Süddeutschland, da gibt es so Henkelwaschkörbe mit einem Henkel in der Mitte. Auch ganz praktisch, wenn man die dann am Henkel tragen kann, wenn sie nicht allzu groß sind. Oder eben, es gibt auch eckige Waschkörbe. Das sind also dann auch sehr schöne Waschkörbe, auch in verschiedener Stückelung, verschiedener Größe. Das ist also je nach Region zu Region unterschiedlich. Und mit der Farbe, sind die immer weiß oder auch rot? Oder? Ja, also mit der, das ist ganz wichtig. Traditionell werden Waschkörbe immer aus weißen Waden geflochten. Ganz wichtig, weil zum Beispiel bei roten, bei gesottenen Waden oder noch mehr bei ungeschälten Waden kann es natürlich immer sein, wenn wir da weiße Wäsche drin liegen haben, wenn wir da feuchte Wäsche drin liegen haben, dass die dann so ein bisschen anschmutzt, sich ein bisschen anfärbt. Weil gerade bei den gesottenen Waden, da ist ja sehr viel Salicin ausgetreten und man sollte also grundsätzlich Waschkörbe immer aus weißen Waden flechten.
Aber das heißt auch, also ungeschälte Weiden kann man dann auch nicht verwenden? Sollte man nicht. Also wenn man sich da nicht ganz sicher ist oder sie eben dann Oberflächen behandelt, dass man sie vielleicht noch ölt oder so. Aber traditionell sind es immer weiße Weiden und sollte man schon ein bisschen darauf achten, dass man da irgendwie kein Risiko eingeht, dass die welche verschmutzen.